Das ist Rajas, das Kartenspiel. Und ja, wir können es mit 2 bis 4 Spielern spielen, dauert ca. 30 bis 45 Minuten und ist rein kartenbasiert. Man erkennt ein paar Elemente aus dem Grundspiel wieder, zum Beispiel unsere gegenläufige Siegpunktleiste, die jeder Spieler in Form von Karten vor sich liegen hat. Wir errichten Gebäude, wir lassen Schiffe auf dem Fluss fahren, wir verkaufen Waren am Markt, alles wie in Rajas auch, sammeln Siegpunkte und Geld und immer dann, wenn wir 6 Münzen zusammen haben, dürfen wir eine Karte unserer Siegpunktleiste wenden oder wenn wir 3 Siegpunkte haben, dürfen wir eine Karte unserer Siegpunktleiste wenden. Je nachdem, was ich habe, wende ich links oder rechts auf der Siegpunktleiste und sobald die Karten sich treffen, die gewendeten Karten, habe ich das Spiel gewonnen. Ist jetzt die Neuheit des Herbstes 2024 von Spin Master. 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Ein kooperatives Abenteuerspiel, bei dem es darum geht, dass die Abenteurertruppe die Kristalle von Jumanji zu ihren entsprechenden Tempeln wieder zurückbringt. Also wir haben hier 5 verschiedene Tempel in verschiedenen Farben, grün, blau, rot, gelb und hier oben ist auch noch pink. Und wir wollen, wir wollen diese Kristalle finden. Wenn ich dran bin, bewege ich meine Figur bis zu 6 Felder und sollte ich dabei einen Kompasschip hier überqueren, dann darf ich mir einen nehmen. Dann schaue ich mal, was da drunter ist. Das ist jetzt ein Ausrufezeichen, das heißt, ich muss eine dieser Karten hier ziehen. Ja, hier gibt es verschiedene Karten, die gibt es auch in Rot ist schlecht für mich oder die Gruppe, Grün ist gut. Ja, da kann man Sonderaktionen oder besondere Gefahren nochmal mit auslösen. Manchmal fliegt auch dadurch diese Brücke weg. Und danach, wenn ich das gemacht habe, würfel ich auch noch jedes Mal am Ende meines Zugs und bewege jetzt hier den Bösewicht Draven. Der startet von hier, in dem Falle 3 Felder vorwärts. Und normalerweise würfel ich natürlich hier auch noch so Gefahren. Die löse ich dann auch noch aus. Also es gibt zum Beispiel die Schlange, das steht ja natürlich genau falsch hier. Draven wird weggenockt, muss wieder 2 Felder zurück. Es gibt das Nashorn, das rollt von hier herunter. Wenn ich getroffen werde, verliere ich einen Lebenspunkt. Ja. Also wenn mich irgend so eine Gefahr betrifft, dann gibt es noch den springenden Jaguar, der jetzt hier auch noch aktiv wird. Mal angenommen, hier würde jemand stehen. Dann wird der umgeschmissen und müsste jetzt hier in dem Falle ein Lebensbettchen umdrehen. Sobald man gestorben ist, also 3 verloren hat, wird hier ein Neustartmarker von grün auf rot gedreht. Passiert das zum zweiten Mal, ist das Spiel für uns vorbei, wir haben verloren. Also sind wir zu oft gestorben. Das Spiel ist auch vorbei, wenn Bösewicht Draven hier oben bei Mount Rhino ankommt. Weil dann hat eben halt auch da das Böse gewonnen und wir verloren. Wir müssen also schauen, dass wir möglichst schnell an diese Kristallbettchen kommen. Die sind überall versteckt, man weiß nicht wo und muss sie dann eben halt zu den Tempeln zurückbringen. Wenn das passiert, bevor Draven oben ankommt oder wir zu oft gestorben sind, dann haben wir gewonnen. Also das in Kürze, 2 bis 4 Spieler, kooperativ, cooles 3D-Szenario hier, Aufbau auf der Insel von Jumanji. Das ist Loot, unser Messespiel. Das haben wir mit der Spielessen zusammen ausgearbeitet. Zwar ist das ein Spiel von Rolf und Roy zur Linde mit den Grafiken von Michael Menzel und von Herrn Opperer. Das ist ein Roll and Ride. Wir würfeln die 3 Würfel. Diese 3 Würfel kann man dann in der Reihenfolge, wie man sie gewürfelt hat, da hinten positionieren. Und wir wissen als erstes, wir starten irgendwo auf dem Plan, wir wissen als erstes, dass wir 6 Schritte laufen. Das müssen wir ankreuzen. Wenn der Miebel hier startet, könnte er ja nur in diese Reihe laufen. 1, 2, 3, 4, 5, dann würden wir hier ein Kreuz machen. Immer wenn wir auf dem Feld mit dem Miebel kommen, können wir hier unten ein Bonusfeld einkreisen. Das gibt uns nachher Siegpunkte, je nachdem wie weit wir kommen, oder einen Bonus. So, angenommen, ich laufe hierher, ich kann jedes Feld nur 2-mal betreten. Beim 2. Mal mache ich dann ein Kreuz. Dann wissen wir, der nächste Würfel ist die 4 und der Würfel wird gewürfelt und hinten dran gestellt. Jetzt könnten wir 4 Felder laufen. Da kann man sich jetzt entscheiden, zum Beispiel hier, ob ich hier runterlaufe oder zurücklaufen. Was wir wollen ist, wir wollen entweder 4 von den 3 von den 4 Ständen einer Farbe komplett erkunden
oder alle Kleinstände, mittlere Stände, Dreierstände oder Viererstände. Dafür kriegen wir halt entweder Siegpunkte oder einen Boni. Die Boni sind, dass ich auch über den Spielzeugrand hinauslaufen kann. Das heißt, ich gehe aus dieser Halle hier raus und komme hier hinten wieder rein. Oder mein Würfelwurf kann ich um eins verändern, nach oben oder nach unten. So, für jedes, was wir ankreuzen, bekommen wir Siegpunkte. Wenn wir eine Spalte 3 von den 4 ankreuzen, bekommen wir auch Siegpunkte. Wenn man Mieps, bekommen wir hier Boni. Wenn wir eine Reihe oder eine Spalte hier voll haben, bekommen wir auch Siegpunkte. Wer zum Schluss als erstes hinten ist, hat gewonnen. Das Spiel ist Pampero. Das ist ein Expertenspiel von Julian Pombo. Und der hat das zusammen mit Vida Lacerda und das spielt auch in dieser Kategorie erarbeitet. Was wir hier nicht hinlegen konnten aus Platzgründen, ist jetzt das große Spielfeld. Hier geht es darauf, halt auf Gebieten Windräder und Kraftwerke zu bauen und sich halt auszubreiten. Wo ich hinbauen kann, ist aber durch diese Karten reglementiert. Ich kann am Anfang nur in diese A-Gebiete bauen und dann wird es halt nachher ein bisschen lukrativer, aber ich muss mich halt vorarbeiten. Das Spiel ist Dinosaur Island Roll and Ride. Das ist die Roll and Ride-Umsetzung. Von dem großen Spiel spielt sich fast genauso. Wir haben die gleichen Würfel, die wir würfeln, sammeln DNA, das 2 Runden lang und dann können wir unsere Würfel auf diesem Board einsetzen und können halt damit Sachen machen, zum Beispiel Dinosaurier züchten, für Sicherheit sorgen, weitere DNA holen oder Straßen bauen. Was wir wollen ist, wir starten immer hier am Headquarter. Wir wollen durch die verschiedenen Gebäude oder Gehege, die wir bauen, an Ausgänge kommen. Da wir das Spiel 3 Runden lang spielen, können wir bestenfalls 3 Ausgänge besuchen. Und wir bekommen halt für die einzelnen Dinosaurier nachher Siegpunkte. Aber es ist halt so, je gefährlicher die Dinosaurier werden, desto mehr Gefahren bringen sie, die trägt man hier ein. Den muss ich entgegenwirken, sonst würde in dieser Phase hier würden unsere Besucher sterben. Das wollen wir nicht, das gibt uns sehr großen Nachteil. Wir können dann Angestellte anheuern, die uns dann auch in dieser Besucherphase Vorteile geben. Dann kriegen wir hier Ansehensboni, die kriegen wir jede Runde. Ja, wer dann nach 3 kompletten Runden am meisten Siegpunkte hat, hat den besten Dino-Park gebaut. Bamboo ist auch ein Kennerspiel in einer winzigen Packung. Die ist rappelvoll. Hier versuchen wir halt im Yin und Yang unsere Tafel voll zu bekommen. Da müssen wir halt, wir haben hier oben Aufgabenplättchen, die wir erledigen wollen. Zum Beispiel würde dieses Plättchen sagen, dass ich in dieser Spalte Schuhe, Gegenstände haben möchte. Oder hier ein Baum und daneben einen Wert von 4. Und wir müssen die im Yin und Yang bauen. Das heißt, diese braunen Werte müssen auf der Seite ähnlich sein wie die. Wir wollen Aufgaben erfüllen und es wird halt über 4 Jahreszeiten gespielt. Am Ende von der Jahreszeiten gucken wir hier, wer in diesem Tempel die Mehrheit hat. Das ist Los zum Floß. Das ist auch ein Spiel von Frank West und spielt im Insel der Katzen-Universum. Ist ein kooperatives Spiel, bei dem wir uns nur zu Beginn des Zuges kurz unterhalten dürfen. Dann ziehen wir Karten, die auf der Oberseite sagen, welche Wege vorrangig auf diesen Karten sind. Und wir möchten halt die Katzen, die hier irgendwo sind, auf diesen entsprechenden Weg bis zum Floß führen. Jedes Mal, wenn ich eine Karte auf das Blatt lege, die kann überlappend liegen. Jedes Mal, wenn ich eine Karte dahin lege, muss ich aber auch so ein Vulkanteil legen. Das heißt, ich baue mir so peu à peu meinen Plan kaputt. Und ich kann halt entweder ein Kärtchen legen oder ich kann eine Katze bewegen, dann wird das Kärtchen auf einen Ablagestapel gelegt. Und das ist dann halt in Balance, dass man überlegt, jetzt muss ich mal langsam eine Katze bewegen, damit ich da hinten wieder Vulkan ausbrechen lasse. Das ist der große Jahrmarkt. Wir bauen hier jeder für sich einen Jahrmarkt auf. Wir haben hier eine Auslage da oben mit Bauteil. Jeder hat einen Plan, auf dem Baugrund ist. Auf diesem Baugrund legen wir Bauteile. Und auf diesen Hammerfeldern können wir dann Attraktionen bauen, wenn das Feld groß genug und passend ist. Und wir haben jede Runde 5 Aktionen. Wir spielen über 7 Tage. Und das Kniff bei der Sache ist, ich lege diese Figuren nebenhin
Und ich kann mit einer Dreieraktion entweder aus dem Waggon das Dreierplättchen oder weniger nehmen. Oder ich kann eine Dreierattraktion auf mein Board legen. Oder ich kann mit meinem Besucher drei Felder laufen. Und wir wollen halt, das ist im Grundspiel, mindestens mal ein Set aus drei gleichen Größen von Attraktionen haben. Ein Set von einer, Zweier, Dreier, Vierer oder Fünfer. Und wir wollen mit unseren Figuren nach oben laufen ins Zirkuszelt, weil wir dafür die meisten Siegpunkte bekommen. Das ist Anachronie. Das ist ein Spiel, was ursprünglich bei Mind Clash Games rausgekommen ist. Und ja, wir spielen halt mit Zeitsprüngen. Wir versuchen halt Ressourcen zu sammeln. Können sie in der Zukunft holen, müssen wir aber wieder zurückbezahlen. Ist ein bisschen asymmetrisch, weil die Figuren, die wir haben, ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten haben. Gut, das sind soweit unsere Neuheiten. So, und ein weiteres Interview. Vielleicht stellst du dich kurz vor, mit dir, mit dem Verlag, können vielleicht noch weniger was anfangen. Vielleicht da ein paar Infos, bevor wir aufs Spiel übergehen. Sehr gerne. Also ich bin Tobias Hamelmann vom Squink Verlag. Den gibt es seit Mai diesen Jahres. Squink, weil es ist eine Zusammenziehung von Squirrel und Ink, also von Eichhörnchen und Tinte. Und wir haben uns vorgenommen, wunderschöne und gerne auch etwas komplexere Brettspiele zu publizieren. Und weil wir eben auch die Tinte mit dem Namen haben, Rollenspiele, also Pen and Paper Rollenspiele, die werden wir auch im Programm haben. Und unser Erstling ist von Uwe Rosenberg, Portals. Das ist tatsächlich gar kein so ganz komplexes, das ist ein relativ schnell erklärtes Spiel zu zweit, ein Plättchenlegespiel. Ich sag mal, das kann man wunderschön nach Feierabend, abends nach dem Abendbrot noch spielen, in einer halben Stunde, 40 Minuten. Aber man kann sehr viel grübeln und sehr viel optimieren an dem Spiel. Deswegen, das macht sehr viel, sehr viel Reiz aus an dem Spiel. Vielleicht kannst du ein paar Infos zum Spiel geben. Ja, gerne. Man hat hier diesen kleinen Gnomenmeister. Man ist nämlich Adept der Portalgilde. Und es gilt, in verschiedene Feenwelten Portale zu bauen. Und wenn man dran ist, dann nimmt man den und setzt ihn einen Schritt weiter. Ups. Und zwar so, dass er steht. Dann deckt man alle Plättchen auf, die noch nicht aufgedeckt sind, aus der Reihe, wo er gerade steht. Das wäre jetzt diese Reihe. Dann darf man einen Plättchen nehmen. Ich nehme jetzt mal das hier, das ist nämlich ganz spannend. Und darf das in seine Auslage, ich sag mal jetzt, das ist meine Auslage da, darf man das dann anlegen. Ich lege das mal hier hin, so, weil diese Portalsteine, um die geht es, die möchte man loswerden. Und der Erste, der seine Portalsteine los wird, der hat das Spiel gewonnen, beziehungsweise es gibt auch eine Möglichkeit, das Spiel endet einfach so, nämlich wenn in einer Reihe keine mehr liegen, dann wird geguckt, wer hat denn die wenigsten Portalsteine noch. Ich habe das Plättchen da gerade hingelegt, dort, und Portalsteine wird man los, wenn auf den Plättchen sind immer ein oder zwei Felder, ne, das hat ein Feld, das hat zwei Felder, und ein Portal, das nicht zu den Feldern gehört. Also auf diesem gelben Plättchen ist ein Feuerportal, ein rotes Portal. Auf diesem hier, auf dem Traum- und auf dem Wasserplättchen, ist ein Waldportal. Jetzt wird geguckt, liegt das Waldportal hoch an vier Waldplättchen an. Das tut es, nämlich 1, 2, 3, 4. Deswegen habe ich dieses Ding hier gerade hingelegt. Das heißt, ich darf hier einen hinlegen. Ich habe aber auch 1, 2, 3, 4. Wäre dieses Plättchen anders gedreht, nämlich so, dann würde es auch noch da dran liegen. Das heißt, ich könnte auch hier noch ein Plättchen dran legen. Dann lege allerdings hier auch kein Wasserportal mehr, weil, oh nee, doch, das würde sogar dann funktionieren. Also so rum, 1, 2, 3, 4, der und der, zwei Portalsteine weg. Und dann wäre der nächste dran, der macht wieder das Gleiche. Man macht die Auslage nach und nach höher. Man guckt, wie viele Steine man los wird. Und wie gesagt, der Erste, der seine Steine los wird, der hat gewonnen. Dann hat man noch dieses Zauberbuch. Da gibt es nochmal fünf einzelne Slots für die Portalsteine. Die darf man belegen, wenn entweder man sechs Felder der Farbe hat. Das ist hier passiert. Da hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6 grüne aneinander. Deswegen kann man hier den Portalstein auf das Grüne legen. Oder wenn man drei Felder abgetrennt hat. Abgetrennt meint, so umbaut, dass es nicht mehr nach außen irgendwie offen ist. Dann dürfte ich den grünen auch legen. Aber jetzt habe ich ihn ja bei den 6 gelegt, jetzt ist er weggelegt. Das heißt, hier kann man nochmal 5 loswerden.
Und dann muss man gucken, dass man seine Steine so schnell wie möglich loswerden während des Spiels. Wo gibt es deine Spiele oder eure Spiele abgesehen von der Messe? Gibt es die irgendwie online bei euch? Habt ihr einen Shop oder habt ihr einen Partner? Genau, wir haben eine Homepage und da ist auch ein Webshop drin. Der wird gerade etabliert. Der müsste jetzt zur Messe freigeschaltet werden. Dann kann man das Spiel kaufen. Und ansonsten sind wir aber auch im Großhandel und im Vertrieb. Also eigentlich müsste es uns auch in den Spielegeschäften überall geben. Genau.